Um für künftige Herausforderungen im Pflegebereich gerüstet zu sein, erarbeiteten Experten des Landes in den vergangenen Monaten gemeinsam mit externen Fachleuten ein umfassendes Zukunftskonzept für Pflege. Nun liegt der Plan vor und wurde von Landeshauptmann Magister Hans-Peter Doskozil und Soziallandesrat Christian Illetitsch vorgestellt. Der Zukunftsplan Pflege prognostiziert den Bedarf an Pflegebetten, Tagesbetreuungsplätzen und alternativen Wohnformen bis 2030 und beinhaltet 21 konkrete Vorschläge und Empfehlungen zur weiteren Entwicklung im Bereich der Betreuung und Pflege. Die wichtigsten Eckpunkte des Zukunftsplans Pflege. Die Pflege daheim hat oberste Priorität. Um die Qualität der Pflege im Land weiter zu verbessern, setzt der Plan auf die Gemeinnützigkeit und pflegende Angehörige sollen entlastet werden. So sieht der Plan ein Modell zur finanziellen Absicherung für pflegende Angehörige der Pflegestufen 5, 4 und 3 vor. Darüber hinaus werden stationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen ebenso ausgebaut wie alternative Wohnformen und mobile Pflegeangebote. So, sehr geehrte Vorstände der Abteilung für Soziales, sehr geehrter Herr Landesrat, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie heute zur Pressekonferenz bezüglich des Pflegeplanes für das Burgenland recht herzlich begrüßen. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten schon mehrfach angekündigt, als wichtigstes Ziel auch formuliert, dass wir uns um das Thema Pflege kümmern müssen. Wir haben klar gesagt, dass wir nicht bis zum Jahresende warten wollen, um mit dem Bund zu diskutieren, wer finanziert welche pflegerischen Maßnahmen, sondern wir haben gesagt, wir haben eine Kompetenz im Burgenland, die uns kompetenzrechtlich und verfassungsrechtlich zugeschrieben ist. Diese Kompetenz muss das Land auch in entsprechender Art und Weise wahrnehmen und muss den Menschen ganz einfach die Antworten geben, auf die sie warten. Und das Thema Pflege ist mit Sicherheit und mit Abstand eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Das ist das wichtigste Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen wird. Ich darf nur an die aktuell vorliegende WIFO-Studie erinnern, wie viel Potenzial an Arbeitskräften zukünftig notwendig sein wird, um die ältere Generation auch in entsprechender Art und Weise zu versorgen. Und ich gehe zusätzlich davon aus, dass in wenigen Jahren möglicherweise sehr viele, wenn nicht jede Familie, in irgendeiner Art und Weise davon betroffen ist, sich Gedanken zu machen, was passiert mit einem Angehörigen, der möglicherweise in einer solchen Situation oder einem Pflegebedarf ganz einfach hat. Da haben wir uns überlegt, wie können wir umfassend diese Thematik darstellen und sind natürlich in mehreren Arbeitsgruppen monatelang zusammengesessen, haben auch die Betroffenen mit eingebunden. Und ich möchte auch an dieser Stelle vor allem jene Berufsgruppen und Institutionen, die sich derzeit sehr intensiv um das Thema Pflege kümmern, hier in den Vordergrund rücken. Das ist nicht nur ein Beruf, der von vielen hier ausgeübt wird, sondern das ist eine Berufung, die hier realisiert wird. Und das ist ein wesentlicher und wichtiger Beitrag, auch ein wesentlicher gesellschaftspolitischer Beitrag, den diese Menschen hier einerseits in einem Berufsumfeld und andererseits sehr oft auch in einem privaten Umfeld, das mit Geld nicht abgegolten wird, leisten. Zum anderen, und das muss man auch klar artikulieren, hat sich die ältere Generation auch verdient, dass man nicht dauernd darüber diskutiert, wie kann man Pflege organisieren, wie kann man einzelne Maßnahmen organisieren, sondern die ältere Generation, das ist ja auch die Aufbaugeneration unseres Landes, unseres Staates, hat sich ganz einfach verdient, dass die Bedürfnisse, die sie haben, und Pflege ist ein Bedürfnis der älteren Generation, auch in entsprechender Form und auch in einer entsprechenden würdigen Form abgedeckt wird. Und wir verstehen es nicht so, dass die ältere Generation in diesen Fragen als Bittsteller auftreten soll und muss. Und daher müssen wir natürlich einige Dinge umstellen. Wir haben uns sehr vielfältigste Maßnahmen überlegt. Es sind insgesamt 21 Maßnahmen, die in weiterer Folge auch entsprechend publiziert werden, die entsprechend auch auf unserer Homepage publiziert werden. Wir aber jetzt die wesentlichsten Maßnahmen und die wesentlichsten Umstellungen hier präsentieren werden.
Der erste Punkt, und das ist ein grundsätzlicher Punkt und für mich ein ganz besonders wichtiger Punkt, ist, dass wir Pflege hinkünftig nur mehr gemeinnützig organisieren wollen. Es soll nicht so sein, dass heute Unternehmungen mit dieser Thematik gewinnorientiert wirtschaften. Egal, wer in Zukunft im Burgenland in diesen Segmenten tätig wird, sei es in Heimen, sei es in mobilen Betreuungsformen oder sonstigen Betreuungselementen, es darf niemand, keine Institution, kein Unternehmen hinkünftig hier einen Gewinn erzielen, sondern es wird gesetzlich, landesgesetzlich vorgegeben, dass Pflege nur mehr gemeinnützig zu organisieren ist. Wir haben uns das verfassungsrechtlich sehr genau angeschaut. Ich weiß, und das ist uns bewusst, es gibt einen gewissen Vertrauensschutz. Es gibt natürlich die verfassungsrechtlichen Vorgaben und die gesetzlichen Vorgaben, die wir einhalten müssen. Und wir gehen davon aus, und das wird auch die logistische Umsetzung im heurigen Jahr zeigen, dass wir diesen Vertrauensschutz im Ausmaß von 4 Jahren annehmen. Das bedeutet, alle Institutionen, alle Unternehmungen, die derzeit gewisse Elemente, gewisse Gewinnelemente in der Pflegeversorgung aufweisen, dass diese Elemente in 4 Jahren passé sein müssen, dass in 4 Jahren dieses Unternehmen gemeinnützig sein muss. Das wird eine gesetzliche Vorgabe sein. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Aspekt, weil mit dieser Thematik Pflege aus meiner innersten Überzeugung heraus eine Form der Daseinsvorsorge, eine Form der Versorgung unserer älteren Generation mit diesem Thema darf eben kein Gewinn berechnet werden. Wenn man dieses Thema in die Gewinnzone führen will, dann bedeutet es zum einen Druck auf die zu Pflegenden, Qualitätsdruck auf die zu Pflegenden und auf der anderen Seite Druck auf denjenigen, der das finanziert. Und in den meisten Fällen finanziert es oder fast überwiegend finanziert es die öffentliche Hand und der hat gewinnorientiertes Denken in diesem Bereich nichts verloren. Der zweite ganz wichtige und wesentliche Aspekt ist die Frage, wie gehen wir um mit der Pflege zu Hause? Es ist klar, und das war eigentlich von vornherein klar, dass jeder, der von einer solchen Situation persönlich betroffen ist, so lange wie möglich zu Hause betreut werden will. Aber Betreuungsformen zu finden, auf der anderen Seite mobile Betreuungsformen zu finden, auf der anderen Seite die 24-Stunden-Kräfte in Anspruch zu nehmen, reicht vielfach nicht aus. Und daher haben wir uns ein Modell jetzt überlegt, wie wir pflegende Angehörige in eine Beschäftigungssituation bringen können, dass sie zum einen sozialversicherungsrechtlich, pensionsrechtlich, einkommensrechtlich abgesichert sind und auf der anderen Seite hier auch die Pflege zu Hause so lang als möglich sichergestellt ist. Zielgruppe wird sein die Pflegestufen 3, 4 und 5. Ich will jetzt einmal anhand der Pflegestufe 5 dieses Modell erklären. Es wird bei der Pflegestufe 5 möglich sein, bei einem Unternehmen, das als Tochter der Krages, also als Landesunternehmen, neu gegründet wird, ein gemeinnütziges Unternehmen, ein Beschäftigungsverhältnis eingehen zu können, in einem direkten Verhältnis als pflegender Angehöriger, auch in einem Verwandtschaftsverhältnis zu stehen, bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad, also auch Cousin, Cousinen sind hier möglich, gehen dann in weiterer Folge ein Beschäftigungsverhältnis in einem 40-Stunden-Ausmaß ein, das sondervertragrechtlich genehmigt oder bewilligt wird in weiterer Folge und das zum Gegenstand der Bezahlung den Mindestlohn haben wird. Das heißt, ein pflegender Angehöriger, der einen Angehörigen in einer Pflegestufe 5, 40 Stunden die Woche pflegt oder betreut, wird hinkünftig 1.700 Euro netto verdienen. Ein pflegender Angehöriger, der in weiterer Folge einen Angehörigen der Pflegestufe 4 betreut, wird ein Beschäftigungsausmaß von 30 Stunden erhalten und wird abgeleitet vom Mindestlohn in etwa 1.400 Euro netto verdienen. Ein pflegender Angehöriger, der einen Angehörigen der Pflegestufe 3 betreut, wird in einem Beschäftigungsausmaß von 20 Stunden, Wochenstunden beschäftigt und wird abgeleitet wiederum vom Mindestlohn 1.000 Euro in etwa verdienen.
Voraussetzung dafür ist aber auch natürlich auch eine Qualifizierungsmaßnahme, um zumindest das Mindestmaß an Betreuung hier auch umsetzen zu können, nämlich die Qualifizierung zur Heimhilfe. Mit der Qualifizierung zur Heimhilfe wird es zukünftig möglich sein, in diesen drei Bereichen, Pflegestufe 3, 4 und 5, ein Beschäftigungsverhältnis direkt einzugehen beim Land Burgenland, bei einer Tochter des Landes Burgenlandes in der Holig beschäftigt zu sein und eben sozialversicherungsrechtlich etc. abgesichert zu sein. Der zweite Aspekt in diesem Bereich ist jener, dass es sicherlich einige Verhältnisse, private Verhältnisse, Situationen gibt, wo beispielsweise ein Pensionisten-Ehepaar sich gegenseitig pflegt, wo heute in einer Situation ein Mann die Frau pflegt oder umgekehrt, beide in Pension sind und beide möglicherweise aufgrund der Mindestpension im Familieneinkommen 1700 Euro netto nicht verdienen, nicht erreichen. In diesen Fällen werden wir auch hier eine Förderung zuerkennen, wenn die Pflege stattfindet, wenn eine Pflegesituation gegeben ist, dass es eben eine Förderung gibt, dass das Familieneinkommen dieser beiden Pensionisten in weiterer Folge 1700 Euro netto erreichen wird. Das sind in diesem Bereich, wie gehen wir um mit der Pflege zu Hause, immer die wesentlichsten Ansätze. Sie werden sich natürlich die Frage stellen, wie finanzieren wir diese Situation, diese Pflege zu Hause, unseren Berechnungen zufolge, wird in etwa 12 bis 13 Millionen Euro pro Jahr kosten. Kommt dann noch ein Element hinzu, das wird der Landesrat in weiterer Folge präsentieren. Es ist klar, wir müssen mit den Gemeinden auch hier in eine Gesprächssituation treten. Es ist ja so, im Bereich der Pflege finanzieren die Gemeinden mit. Diese Gespräche werden wir jetzt mit den Gemeindenvertretern führen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir seitens des Landes auch, und das habe ich auch immer gesagt, entsprechend budgetiert. Wir haben das Budget im Vorjahr anders angesetzt, nicht entlang des Wirtschaftswachstums, sondern entlang der fünfjährigen Prognose und des Rahmens, den wir uns vorgegeben haben und uns hier auch einen entsprechenden Budgetpolster erarbeitet, den wir jetzt für genau für diese Themen einsetzen werden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es auch entsprechende Rücklagen, die wir diesbezüglich realisieren werden. Und zum Dritten erwarten wir uns dann auch am Ende des Jahres seitens des Bundes, dass es hier entsprechende finanzielle Mittel geben wird, wenn der Bund dieses Thema als wichtig erachtet und dann seine Konzepte und seine Maßnahmen auf den Tisch legt. Wann wird dieses ganze Konzept umgesetzt? Wann wird es also möglich sein, dass pflegende Angehörige hier in dieses Beschäftigungsverhältnis eintreten? Wir müssen als ersten Schritt natürlich die Gesellschaft gründen. Wir werden die Gesellschaft als Tochter, als gemeinnützige Tochter der Krages realisieren. Wir müssen sie natürlich auch mit einer entsprechenden Geschäftsführung ausstatten. Wir müssen umgekehrt auch logistische Maßnahmen vornehmen. Auf der einen Seite im sozialversicherungsrechtlichen Bereich, andererseits auch im Bereich des Vertragsbedienstetenrechts des Landes. Diese Maßnahmen werden jetzt umgesetzt, werden begonnen. Und wir können jetzt sagen, und das ist das Ziel, dass mit 1.10. dieses Jahres es möglich sein wird, als pflegender Angehöriger diese Tätigkeit aufzunehmen, als pflegender Angehöriger tätig zu sein. Sämtliche weiteren Maßnahmen werden Sie dann unseren Veröffentlichungen auf der Homepage, insgesamt 21 an der Zahl, entnehmen können. Und ich würde jetzt den Landesrat Christian Ileditsch bitten, die wesentlichen Punkte auch, was den Ausbau weiterer Pflegeheime etc. oder anderen Betreuungseinrichtungen auch entsprechend zu präsentieren. Dankeschön. Ja, danke, Herr Landeshauptmann, Frau Abteilungsvorsteherin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Landeshauptmann hat schon den Schwerpunkt eigentlich dieser Initiative, dieser 21 Maßnahmen eben hervorgehoben, zwei ganz wichtige. Es wird natürlich von vielen, auch natürlich von den Trägerorganisationen, aber natürlich auch von vielen Betroffenen diskutiert, wie sieht dieser flächendeckende Ausbau dieses Pflegeangebotes, dieses Betreuungsangebotes zukünftig aus. Für uns ist es wichtig, dass wir in jeder Region, und wir sprechen von vier sogenannten Versorgungsregionen im Burgenland,
dass wir hier flächendeckend alle Angebote, die eben für den Betroffenen, das heißt für den zu Betreuenden oder den zu Pflegenden, punktgenau für ihn maßgeschneidert, eben in unmittelbarer Nähe, sehr wohnortnahe, eben auch vorhanden sind. Das war bis jetzt der Fall mit 44 Altenwohn- und Pflegeheimen, die in ihren Einheiten auch schon sehr gut in die Regionen hineingebettet waren, aber dies wollen wir noch verstärken und weiter eben auch perfektionieren. Wichtig wird sein, dass wir die Information in den Vordergrund stellen, um eben den Pflegenden und den pflegenden Angehörigen, und der Landeshauptmann hat schon gesagt, dass in den nächsten Jahren jeder unmittelbar oder in seinem unmittelbaren Lebensumfeld mit dem Thema Pflege in der einen oder anderen Art und Weise konfrontiert sein wird, auch eben dahingehend informieren. Wir haben mit 1.1. dieses Jahres begonnen, die sogenannten Case- und Care-Manager, Pflegeberaterinnen, ist das verständlichere Wort, zu installieren. Diese Installation hat sich als hervorragende eben schon erwiesen. 300 Beratungsfälle wurden eben auch punktgenau durchgeführt und momentan haben wir 8 Pflegeberaterinnen auf unseren Bezirkshauptmannschaften eben vor Ort, um eben auch diese dann, wenn eine Frage entsteht, zum Thema Betreuung oder Pflege auch anbieten zu können. Dieses Angebot wird ausgeweitet. Wir werden auch, um die Information zu verstärken, um das Service noch weiter zu intensivieren, hier auch noch mehr Pflegeberaterinnen anbieten, die in weiterer Folge dann natürlich auch hier in der neu geschaffenen GmbH auch situiert sein werden. Wir haben jetzt den Ausbau auf 10 eben vorgesehen und in den nächsten Wochen wird dieser dann umgesetzt werden. Wenn wir dieses Angebot dann eben genau punktgenau für den zu betreuenden oder Pflegenden haben, geht es darum, wo wird er eben auch betreut. Und hier gibt es eben diesen Pflegeatlas mit der Abstufung. Die Basis, wurde schon erwähnt, ist eben die 24-Stunden-Betreuung zu Hause, aber dann gibt es weitere Angebote. Es gibt nämlich dann die Angebote eben in den teilstationären Einrichtungen, in den Senioren-Tageszentren, aber auch dann in weiterer Folge am Ende der Pyramide, wenn es eben notwendig ist, auch die Unterbringung in einer stationären Einrichtung, nämlich in einem Altenwohn- und Pflegeheim. Um diesen Bedarf auch abdecken zu können, haben wir natürlich aufgrund der Befragung, die durchgeführt wurde und vor rund 2 Wochen präsentiert wurde, eben auch gesicherte Daten, wie sich die Bevölkerungsentwicklung der über 75-Jährigen, und das ist diese Zielgruppe, die jetzt da in der Untersuchung im Fokus gestanden sind, eben im Burgenland auch darstellt. Wir haben in der momentanen Situation 30.000 Menschen im Burgenland, die 75 Jahre und älter sind. Wir werden dies bis zum Jahr 2030 dann in einer Situation mit 37.000 Mitbürgerinnen eben vorfinden. Und hier werden eben die Vorkehrungen von uns schrittweise eben getroffen und umgesetzt. Und es gibt deshalb den ersten Ausbauplan, auch beginnend mit diesem Datum 1.10. sind alle Maßnahmen, die dann starten sollen, bis zum Jahr 2021. Und dann in weiterer Folge die nächsten Ausbaustufen bis zum Jahr 2030. Die Zahlen werde ich gleich an Sie weitergeben. 2021 hängt damit zusammen, dass der Pflegefonds im Jahr 2021 ausläuft, dass wir noch mehr Erfahrung haben werden, wie die Auswirkungen des weggefallenen Pflegeregresses sind und weil es dann im Jahr 2021 auch neue Finanzausgleichsverhandlungen geben wird, wo dann die Gemeinden natürlich und die Länder gemeinsam mit dem Bund auch über die neuen Herausforderungen, speziell bei der Finanzierung des Themas Pflege, diskutieren werden müssen. Wichtig dazu bei allen Maßnahmen, die wir jetzt auch initiieren, sind natürlich die Pflegekräfte. Und auch hier wird die Ausbildung sehr stark forciert. Ein Modell, das uns mit der Anstellung auch helfen wird, davon sind wir überzeugt, sind natürlich die dann in der Anstellung Befindlichen, weil wir durchschnittlich momentan wissen, dass so eine Pflege eines pflegenden Angehörigen 5 Jahre dauert. Dann kommt eben der Schritt in das Altenwohn- und Pflegeheim. Und diese Frauen und Männer können dann die Heimhelferausbildung, insofern sie noch nicht stattgefunden hat,
dann auch durchführen. Somit können Sie auch andere Personen betreuen. Und wenn dann in weiterer Folge auch die nächsten Ausbildungsschritte getan werden, können Sie in anderen Bereichen als Pflegekräfte eben auch arbeiten, nämlich auch in den Altenwohn- und Pflegeheimen, in teilstationären Einrichtungen, in Senioren-Tageszentren. Wir werden auch dieses Angebot des betreuten Wohnens stärker forcieren und auch hier wird ein massiver Ausbau stattfinden und eine neue Art dieses betreuten Wohnens eben anbieten, wo es eben aufgrund des Bedarfs in einer Region eben genau festgestellt wird, in einer betreuten Wohnform, wo dann tagsüber auch eine diplomierte Krankenschwester sein wird vor Ort und auch zusätzliche unterstützende Kräfte, Heimhilfe oder Pflegefachkräfte und nur in der Nacht eine Rufbereitschaft vorhanden sein wird. Diese neuen Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen werden aber angedockt sein an einem Pflegekompetenzzentrum, um eben dort auch die Personen, die notwendig sind, auch vor Ort vorrätig zu haben. Das heißt, dort wird natürlich auch eine Aufstockung passieren müssen. Es wird in der gesamten Betreuung natürlich mehr Personal notwendig sein. Und wenn wir von den mobilen Diensten ausgehen, die natürlich auch verstärkt vor Ort tätig sein sollen, weil ja die Pflege und Betreuung vor Ort sehr intensiviert werden wird, werden wir ca. 45 Personen bei den mobilen Pflegediensten auch bis zum Jahr 2021 zusätzlich benötigen in den verschiedenen Abstufungen. Heimhilfe, Pflegekräfte, Pflegefachkräfte, aber auch diplomierte Krankenschwestern. Und wir wollen gleichzeitig auch versuchen, das Image der Pflegeberufe zu heben. Das ist uns ganz wichtig. Der Landeshauptmann hat schon gesagt, Beruf und Berufung. Das ist wichtig, aber wir glauben, dass wir diese Menschen haben. Und im Burgenland, glaube ich, ist aufgrund unserer historischen Herkunft, unseres Miteinander, das gelebt wird jeden Tag, auch diese Möglichkeit, Menschen für diesen Beruf zu gewinnen, auch vorhanden. Und deshalb werden wir auch die Ausbildung forcieren auf verschiedenen Ebenen. Zum einen passiert das natürlich in der Pflege- und Krankenschule in Oberwart, aber auch in der Dependance in Frauenkirchen. Zum anderen in der Bachelor-Ausbildung in der Fachhochschule in Binkerfeld, SOP auch in Binkerfeld. Und natürlich auch über die Erwachsenenbildungseinrichtungen, die, wie ich, über Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch über AMS-Maßnahmen forciere und hier unterstütze. Nun Zahlen, die Sie sicher auch interessieren, weil ja immer diskutiert wird, wie viele stationäre und teilstationäre Einrichtungen brauchen wir im Burgenland. Die Erhebungen haben gegeben, dass wir in diesen gesamten Versorgungsregionen, in diesen vier im Burgenland, jetzt einen Stand haben von 44 Altenwohn- und Pflegeheimen mit 2226 stationären Plätzen und der Bedarf wird eben bis zum Jahr 2021 um 305 neue Pflegebetten erweitert werden und bis 2030 um 625 neue Pflegebetten. Die teilstationären Einrichtungen, die auch sehr wichtig sind, weil dort natürlich auch das Tagesangebot in unterschiedlicher Intention stattfinden wird, ganzen Tag, halbtags oder vielleicht nur stundenweise und natürlich auch die Kurzzeitpflege, die ganz wichtig auch für viele pflegende Angehörige sein wird. Auch hier bauen wir aus. Das heißt, bis zum Jahresende standen 209 Plätze zur Verfügung. Zukünftig bis 2021 gibt es 122 zusätzliche Plätze und bis 2030 160 Plätze. Diese alternativen Wohnformen, die ich erwähnt habe, betreute Wohnformen, betreute Wohnen Plus oder neues betreutes Wohnen. Wir hatten 197 Plätze in diesen Einrichtungen und wir werden zusätzliche 190 bis zum Jahr 2021 eben benötigen. Die mobilen Pflegedienste habe ich mit 45 Personen schon erwähnt. Wichtig wird aber auch sein, dass wir zusätzliche Angebote in den alten Wohn- und Pflegeheimen auch installieren. Es gibt dann bei einer idealen Anzahl von 60, wo man eben die größten Synergien heben kann, die größte Effizienz herstellen kann und das größte Angebot auch parat hat, dann auch Plätze für Kurzzeitpflege. Es gibt eine Qualitätssteigerung eben auf mehr Einbettzimmer.
Es gibt auch für Palliativ- und Hospizbetreuung in einigen Einrichtungen dann Zimmer und Plätze und natürlich auch für COP, das leider immer stärker auch in den Vordergrund kommt, wo man auch Beatmungsgeräte bereit hat. Das heißt, es gibt für spezielle Notwendigkeiten auch spezielle Betten und Zimmer in unterschiedlichen Einrichtungen, die man eben quer dann durch das Land vorfinden wird, also verschiedene Maßnahmen, um eben dies auch in der Umsetzung machen zu wollen. Und es wird natürlich auch dann ein Pilotprojekt geben, wo wir nachgedacht haben, wie wir auch junge Menschen für diesen Beruf begeistern können. Und hier wird es dann in weiterer Folge ein Pilotprojekt geben, wo man eben eine Ausbildung macht, wo eben Jugendliche 2 Jahre eine theoretische Ausbildung erhalten und dann ab dem 17. Lebensjahr die praktische Ausbildung, weil sie dürfen erst ja ab dem 17. Jahr praktisch am Pflegenden, am Bett arbeiten und wir auch hier noch eine zusätzliche Form der Ausbildung anbieten wollen. Das heißt, wir wollen sehr flächendeckend die Angebote, aber zum Zweiten auch sehr intensiv und flächendeckend die Angebote im Pflegeberuf auch anbieten, um hier eben auch diesen Beruf nicht nur attraktiver zu machen, sondern auch das notwendige Personal. Und davon gehen wir aus und davon, das wissen wir, dass wir auch das Personal für dieses Ausbauangebot bereitstellen werden können. Das heißt, es wird dieses Angebot sicherlich auch sowohl vom Personal aus als auch von der Infrastruktur hier umgesetzt werden können. Und somit unserem Motto, also die Pflege so lange wie möglich zu Hause zu gestalten und dann aber auch alles vorrätig zu haben, was wir in der Verantwortung der älteren Generation gegenüber auch machen müssen.